So, sehr verehrte Damen und Herren, ich möchte Sie im Namen des Vorstands des Woldersdorfer Verschönerungsvereins sehr herzlich willkommen heißen. Wir möchten besonders herzlich unseren Minister für Infrastruktur und Landwirtschaft, Herrn Jörg Vogelsänger, begrüßen. Wir freuen uns, dass er Zeit gefunden hat. Herr Landrat Zalenger übermittelte per E-Mail Grüße und Erfolg. Er ist terminlich anderweitig gebunden. Wir begrüßen unseren Bürgermeister, Herrn Dr. Vogel, die stellvertretende Bürgermeisterin und Hauptamtsleiterin, Frau Weber, sowie die Vertreter der Verwaltung der Gemeinde. Wir begrüßen sehr Herrn Pfarrer Todler. Wir begrüßen weiter die Abgeordneten und sachkundigen Einwohner unserer Gemeinde sowie die Vertreter der Parteien. Wir begrüßen von der Sparkasse Oder-Spree Frau Joswig und Frau Habelt, vom Landkreis Oder-Spree Amt für Bildung, Kultur und Sport Frau Augusch. Wir begrüßen vom Landesmuseumsverband Brandenburg sehr herzlich Frau Dr. Köstering. Wir begrüßen die Mitglieder und Freunde des Woldersdorfer Verschönerungsvereins, Vertreter der Heimatverbände unserer Nachbargemeinden, besonders natürlich den Bahnwärter Thiel, der den Weg persönlich zu uns gefunden hat. Wir begrüßen den Herrn Grüne vom Architekturbüro Schöneiche, dem wir hier alles zu verdanken haben, die ganzen Umbausachen. Und wir begrüßen ganz, ganz herzlich die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr sowie alle weiteren Gäste. Ich hoffe, ich habe keinen vergessen. Wenn ja, dann sei es das. Meine Damen und Herren, im Jahre 2002 verließen die letzten Schüler diese Einrichtung, die sogenannte alte Schule. In 2003 richtete der Woldersdorfer Verschönerungsverein mit freundlicher Unterstützung des damaligen Bürgermeisters Wolfgang Köhne und der Abgeordneten in der alten Schule in 8 Klassenräumen ein Heimatmuseum ein. Herr Köhne sprach damals schmunzelnd, viele werden sich erinnern, von einer stillen Besetzung der alten Schule, weil das sozusagen über Nacht passierte. Sie wurde aber von allen toleriert und unterstützt, auch von Bürgermeister und von den Abgeordneten. Dafür nochmals im Nachhinein Dank. Die Sanierung und Umnutzung des Gebäudes wurde beschlossen und Ende 2009, Anfang 2010 erfolgte die Räumung des gesamten Objektes. Unser Dank gilt denen, die unseren gesamten Fundus über 2 Jahre kostenlos aufbewahren. Der Familie Sand, der IBV, vertreten durch Herrn Schramm, Herrn Jeseler, ehemaliger Besitzer Berliner Eck, der Firma Bernd Hildebrand, Frau Kreiser, Herrn Ramm und Familie Thielsch. Erst in 2012 konnten wir den eingelagerten Fundus zurückholen. Es war eine große Herausforderung. Statt 8 Klassenräume stehen uns jetzt nur noch 4 für die Ausstellung zur Verfügung, da wir ja heute zu Gast sind in den Räumen vom Verein Kulturhaus Alte Schule, wofür wir uns sehr herzlich bedanken möchten. Wir haben mit großer Unterstützung vom Landesmuseumsverband Brandenburg von Frau Dr. Köstering eine neue Konzeption erarbeitet und umsetzen können. Ohne diese Hilfe wäre uns das alles nicht gelungen. Diese Aufgaben konnten aber auch nur mit Unterstützung vieler bewältigt werden. Wir möchten hier der Verwaltung, insbesondere auch dem Amtsleiter Herrn Höchst, der ja nun leider die Gemeinde Woldersdorf verlässt, und allen Abgeordneten danken sowie allen Sponsoren, die durch große und kleine Spenden den Bau von Vitrinen und so weiter möglich machen. Die Spender und Sponsoren sind alle auf einer Liste genannt, die Sie dann oben vor dem Eingang unseres Heimatmuseums lesen können. Sie sind nicht namentlich geordnet, sie sind so, wie die Spenden eingegangen sind, aufgeschrieben. Wir danken den vielen ehrenamtlich Tätigen und besonders den Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr. Und denn wir wissen alle, ohne unsere Feuerwehr läuft im Ort gar nichts. Und ich muss sagen, wenn wir sie nicht gehabt hätten, insbesondere die Kameraden Höhlen, Schulze, Breschek, Wolf und Husch,
Sie waren unermüdlich, das Auto vorhin, das Auto vorher. Wir haben Stunden gearbeitet, um hier auszuräumen und nachher wieder einzuräumen. Dank auch an ehemalige Schüler, wenn es auch schon sehr lange her ist. Matthias Dorfel, Corbinian Schulze und andere, die alle mit dabei waren und geholfen haben, auch wenn die Schulzeit lange, lange vorbei war. Dank an Georg Bortlik, an Egon Schönefeld, Manfred Schiemann, Bernd Wohlers, Michael Fiete, Dr. Paulik, Thomas Gebauer vom Restaurant Liebesquelle und Boga Lohmann. Dank auch der Tischlerei Grefe, der Firma Wendland, dem Coffeeshop Borchardt aus Neuenhagen. Ich muss sagen, ich habe alle ziemlich genervt, aber alle hatten Verständnis und alle hatten mitgemacht. Ich möchte einfach Danke sagen. Es war stressig für alle, ich weiß es, aber wir haben es geschafft. Die Umsetzung der Konzeption war nur durch das große Engagement folgender Mitglieder unseres Vereins möglich. Michael Schröder, Gerald Ramm, Almut und Reinhard Hildebrand, Heidi Ramel, Rosi Tenam-Bergen, Hilma Flemming, Marita Weidmann, Angelika Bandelier, Norbert Kreiser, Brigitta Fiete, Dr. Post, Dr. Wilke, Helmut Schmidt. Ja, und nicht zu vergessen unsere Schatzmeisterin Barbara Schmidt, denn sie musste immer den Finger auflegen und musste sagen, bis hierher und nicht weiter. Ohne sie wäre auch nichts gelaufen. Bis in die Nächte hinein wurde hier gearbeitet, um die heutige Eröffnung unseres Museums zu gewährleisten. Wir zeigen Ihnen nachher im Raum 1 die Frühgeschichte bis zum Mittelalter. Im Raum 2 werden Sie mit dem Woltersdorfer Handwerk und Gewerbe vertraut gemacht. Im Raum 3 19. Jahrhundert bis Gegenwart, Alltag, Vereinswesen und Bildung. Raum 4 beinhaltet die deutsche Lebensreform mit dem Jugendstilkünstler Fidus und die Zeit Erster und Zweiter Weltkrieg. Im Dachgeschoss stehen dem Woltersdorfer Verschönerungsverein zwei Archivräume zur Verfügung. In einem sogenannten begehbaren Archivraum präsentieren wir Ihnen eine Zimmereinrichtung etwa aus der Zeit 1880-1890. Diese Möbelstücke gehörten einer alten Woltersdorfer Schifferfamilie, die in der Kalksiestraße lebte, deren Stammbaum bis in das Jahr 1607 zurückreicht, als die ersten Angehörigen als Kolonisten nach Woltersdorf kamen. Das Zimmer wurde uns als Geschenk von einer Nachkommen überreicht und dazu diesen selbstgefertigten Figuren. Die Frau lebt heute in der Nähe von Münster. Sie hat in Woltersdorf Friseuse gelernt und auch lange Jahre gearbeitet. Sie hat die Figuren unseres bekannten Rektors Haverland, seiner Frau und der Lehrerin Käthe Kiederlei, die vielen Woltersdorfern noch bekannt ist aus der eigenen Schulzeit, hergestellt. Und wir haben es alles oben ausgestellt. Die Reparatur der alten Uhr hat freundlicherweise Uhrmachermeister Kutschelny übernommen und hat es uns gesponsert. Wir brauchten das nicht zu bezahlen. Außerdem zeigen wir im Archivraum noch einen Teil der sonst sehr umfangreichen Ausstellung von Ralf Weber. Leider reicht der Raum nicht aus, um alle seine Exponate zu zeigen, aber wenigstens eine kleine Ausstellung. Wir wünschen Ihnen und allen Bürgern, vor allem unserer Jugend, einen interessanten und hoffentlich auch lehrreichen Besuch in unserem Heimatmuseum. Wir hoffen sehr, dass alle, besonders auch die Neuwoltersdorfer, unseren Heimatort näher kennenlernen und sich so besser mit ihm identifizieren können. Wir werden weiterhin an der Ausstellung arbeiten. Sie ist nicht abgeschlossen, sie wird ständig in Bewegung sein. Es wird einiges aussortiert werden, Neues wird erscheinen. Oben liegt ein Gästebuch aus und der Vorstand bittet Sie alle sehr herzlich, nach dem Besuch unseres Heimatmuseums sich dort einzutragen. Teilen Sie uns bitte Ihre Eindrücke und Ihre Anregungen mit. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Mitglieder des Woltersdorfer Verschönerungsvereins, sehr geehrte Frau Schmidt, sehr geehrter Herr Minister. Wir alle wissen, wenn wir wissen wollen, wer wir sind, wo wir hingehören, müssen wir auch wissen, wo wir herkommen. Mit Ihrer Arbeit für das Museum oben helfen Sie uns dabei, dass wir uns erinnern können, dass unsere Kinder erfahren können, wo wir herkommen und wo wir hingehören.
Ich danke Ihnen für dieses Engagement und ich danke Ihnen, dass heute nicht nur selbstverständlich ist, dass Sie auch pünktlich eröffnen, so wie Sie es angekündigt haben. Das ist heute nicht mehr ganz so. Ja, liebe Frau Schulz, danke, dass Sie mir auch den Auftrag gegeben hat, ein paar Worte hier an die Versammelten zu richten. Und ich muss gerade feststellen, dass ich so die Etikette, wie ich jetzt in der Reihenfolge Herr Minister und Herr Bürgermeister und dann von den ganzen Ämtern in der Rangfolge, das nimmt sehr viel Zeit ein. Und das wissen wir ja, dass das aber auch wichtig ist, dass es genannt wird. Und ich möchte Ihnen einfach sagen, schön, dass Sie jetzt an diesem Nachmittag alle die Zeit gefunden haben, das Notwendige mit dem Schönen, mit dem Nützlichen zu verbinden. Und dass wir hier in dieser Gemeinschaft inoffiziell die alte Schule so in der Fülle in Betrieb nehmen können. Und Frau Schulz, wir haben vor einem Jahr mal überlegt, wie das geht, so ein Haus in der Mitte eines Ortes zu führen und was das alles für Leben bedeutet. Und da habe ich gemerkt, da schlug so ihr Herz und gesagt, da muss ich unbedingt was tun. Und ich habe das auch gemerkt, viele Leute haben sich vielleicht auch ein bisschen geärgert, dass sie nochmal und nochmal angerufen haben und nochmal gefragt haben und kannst du mal und machst du mal und das. Das ist ja auch ihre große Stärke und die haben wir auch alle ganz gerne und dankbar angenommen. Heute dazu kommt zu dieser feierlichen Voreröffnung. Das ist auch so eine Idee eben in den Absprachen im Vorfeld, dass wir das eben extra machen. Und morgen wäre das gar nicht gut gewesen, weil morgen so der 1. Dezember ist und da beginnt die 6. Jahreszeit, glaube ich jetzt. 5. war ja schon in Woltersdorf. Und wir werden dann der Öffentlichkeit, allen, die da zu dem Kirchturmfest hier kommen, die Möglichkeit geben, auch dieses Haus so in der Ganzheit in Beschlag zu nehmen. Und ich denke, so soll das sein. Dieser Raum soll Schule machen. Und man könnte sich auch grüßen mit dem Gruß Back to the Root, also zurück zu den Wurzeln. Wer sich erinnern will, der macht Schule. Und er erinnert sich an das, was gewesen ist, an seine Wurzeln und kann von daher das Fundament haben, das er auch Zukunft gestalten kann. Würdevoll, verantwortungsvoll. Und gestern war es so eine schöne Buchlesung hier. Das fand ich auch toll, was da für eine Atmosphäre hier war. Und das war eine von vielen Veranstaltungen, die auch in diesen Räumen sein kann. Wenn man dann weiß, man hat oben über sich noch das Heimatmuseum, wo man das eine oder andere nochmal vertiefen kann, finde ich ganz toll. Also, ich habe heute keine veramtliche Dienstkleidung an, weil ein Pfarrer keine Dinge segnen soll. Aber ein Pfarrer, denke ich, der darf immer auch Gebete sprechen und sich im Namen der ganzen Gemeinde auch da versichern, dass wir dankbar sind, dass auch die Sanierungs- und Bauarbeiten alles ohne Unfälle vor sich gegangen sind und dass selbst Menschen, die krank geworden sind, mal auch wieder auf dem Weg der Besserung sind. Ne? Das ist auch so. Ja, also dann wünsche ich alles Gute und Gottes Segen für dieses Haus. Ja, sehr geehrte Frau Schulz, sehr geehrte Mitglieder des Verschönerungsvereins. Man muss sich ja bald fragen, wenn man durch Woltersdorf geht, kann Woltersdorf noch schöner werden? Jemand hat zu mir gesagt, willkommen im schönsten Dorf Brandenburgs. Ich will das nicht weiter sagen, aber ich bin richtig stolz auf meine Geburtsgemeinde. Und bin insbesondere stolz auf die Menschen, die sich hier engagieren. Eine Gemeinde lebt von Gemeinschaft, von Gemeinsinn. Und das Wichtigste, was man hier einbringt, ist diese ehrenamtliche Tätigkeit. Und deshalb nochmal ein herzliches Dankeschön an Frau Schulz, denn ohne eine Vorsitzende geht auch ein Verschönerungsverein nicht. Das verbindet nichts Besonderes mit Woltersdorf. Ich habe ja schon gesagt, in Woltersdorf geboren. Als Kind fand ich immer die Straßenbahn wunderbar, bin immer gerne mitgefahren, freue mich auch, dass sie noch fährt.
freue mich übrigens auch, dass das Krankenhaus noch existiert. War ja auch keine Selbstverständlichkeit in der Wende. Und mich verbindet ja auch etwas mit dieser Schule. Ich habe mit Woltersdorfern Abitur abgelegt. Die sind ja vorher hier in die Schule gegangen und dann haben wir gemeinsam Abitur abgelegt. Und eins ist mir immer geblieben, in Woltersdorf habe ich viele, viele Menschen kennengelernt und viele, viele Freunde. Und deshalb freue ich mich, dass heute dieses Museum eröffnet wird. Und ein Museum lebt natürlich von Ausstellungsstücken. Aber es lebt noch viel mehr von den Menschen, die das Museum besuchen, die hier Begegnungen haben. Und deshalb wünsche ich den Woltersdorfern viel, viel Begegnung hier in dem neuen Museum und denke, dass man stolz in Woltersdorf auf die Vergangenheit zurückblicken kann, aber auch optimistisch in die Zukunft. Herzlichen Glückwunsch. Meine Damen und Herren, Heimatverein Erkner, ein Hommage an den Verschönerungsverein, unser Auftrag. Ich schiebe dir mal zur Seite. Gute. Herr Egger, Sie stehen genau vor der Linse. Die Führung eines schön, danke. Heimatvereins, einer Heimatstube, wie auch immer, ist eine spannende Sache. Es ist immer wieder neu. Nichts wiederholt sich und man kommt den Wurzeln, wie der Pfarrer sagte, wirklich sehr nah. In diesem Sinne nochmal alles Gute, viel Erfolg. Danke. Und auch und dein Samson. Ja, Marie, danke schön. Ja, danke. So. Danke. Egon Schönefeld vom ADMV. Ja. Das zweite Dank, den ich dir aussprechen möchte, ist, dass der bereit ist, mich heute hier zu Wort kommen zu lassen. Was ja bei dir nicht so einfach ist. Das Wort hat mir endlich der Pfarrer schon gegeben. Erinnerung, ich möchte an etwas altes Woltersdorf machen. Und wenn es so aussieht, dann komme ich nicht mit der hin. Aber ich bin mir nicht sicher, ob mein Exponat, was ich gerade anbieten möchte, hier gewollt wird von euch, ob es reinpasst im Gesamten. Ich erinnere an die Teufelsbrücke. Der Wortweg hat ja schon erinnert mit seinem Modell. Und damals hatte ich ihn gefragt, was soll man denn mit dem Türchen auf der Brücke? Da hat er mir erzählt, er hätte sich verlobt auf der Brücke. Und ich bin mir sicher, dass viele ältere Wollersdorfer ähnliche Erlebnisse haben mit der Teufelsbrücke. Da schließe ich mich an, ehrlich gesagt. Und zum anderen ist mir gelungen, einen Teil der Brücke sicherzustellen. Zwar in stark deformierten Zustand, aber aufgrund hat sich auch kein anderer Interessent dafür gefunden. Ich habe mir also die Mühe gemacht, den möglichsten wieder so herzurichten, wie den euer Nachschlag ausgesehen hat. Ob es nur die Detail ist, wo Herr Bortlick, die Fräulein Dürtholz, da näher gekommen ist. Das muss ich mal jetzt aber jedenfalls genauso ein Teil ist es, was es sich handelt. Und ich habe da draußen auf dem Hänger, ich würde das auspacken und ich könnte dann sagen, ob die Schule steht dafür oder nicht. Dankeschön.